Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Peter grundsätzlich die Menschlichkeit, die Gerechtigkeit, die Natur- und Schöpfungsgesetze vorne anstellt und somit viele Eigenschaften hat und verkörpert, die man heute bei eigentlich fast sämtlichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Führungspersönlichkeiten, geschweige denn Politikern, vermisst. Peter ist Staatsfeind Nummer 1, oder? Und genauso wird er auch behandelt. Also ich meine, ist ja klar, ich meine, es ist, die Presse ist reine Manipulation. Dazu ist sie ja da, dazu ist sie ja gemacht, um die Menschen, die Ameisen, ja, sage ich mal, zu leiten. Peter habe ich in den Neuzeitkongress in Stuttgart kennengelernt und da hat er eine Rede gehalten und gleich nach der Rede kam es dann auch, dass ich etwas über die Schedinin-Schule erzählt habe. Und da ist er dann auf mich zugekommen und hat mich dann darüber angesprochen, ja, was ist das genau, wie kann man das machen, kann man das bei mir vielleicht machen? Und ich habe ihn dann genau erstmal gefragt, was er ist, weil ich von meinen Eltern zum Beispiel damals gehört habe, dass er ein sehr eigenartiger Mensch ist und er kann auch sehr gefährlich sein und so weiter und so fort. Und als ich dann näher mit ihm zu tun hatte, beziehungsweise ich bin darauf eingegangen und habe gesagt, ja, es ist möglich, aber ich würde erstmal das besprechen. Und als ich dann das erste Gespräch mit ihm hatte, dann habe ich auch gemerkt, dass eigentlich er entspricht der Vorstellung eines optimalen Menschen. Ein Menschen, der ist klug, ein Menschen, der weiß, was er tut, ein Menschen, der ist hilfsbereit, ein Menschen, der wirklich was auf die Beine stellen möchte. Und man kann ihn auch wirklich darauf ansprechen, man kann ihn genauer fragen, alles, was man will. Man muss eigentlich nur den Mut haben, das zu tun. Und dann weiß man auch Bescheid, das ist eigentlich nicht so ein Mensch, wie man ihn in Medien dasteht oder jetzt zum Beispiel in YouTube, wenn man da per ZDF oder was auch immer ihn dann findet. Er ist ein Mann der Tat. Das heißt, was er sagt, das lebt er auch und das setzt er auch um. Lieber gestern als heute. Also ist ein sehr direkter Mensch, der nichts auf die lange Bank schieben will. Und insofern natürlich auch, sage ich mal, von seiner Geduld etwas herausgefordert wird in unserer Zeit heute, in unserer Welt. Und er ist ein Mensch mit sehr hohem ethischem Standard. Peter zeigt den Menschen, wie man frei sein kann. Und sich lösen kann von den ganzen Einflüssen und Scheiß, wie man keine Ameise mehr sein muss, ja, wie es möglich ist. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Und deswegen denke ich mal, wird Peter in den Medien so kaputt gemacht. Ne? Also, und das alles ins Lächerliche gezogen. Und ich weiß nicht, mit Sekten verglichen und sowas. Ich kenne euch ja und ich kenne Peter jetzt 15 Jahre. Das ist nichts mit Sekte oder irgendwas zu tun. Es ist einfach nur, wie gesagt, Menschen einfach nur Freiheit geben. Eine freie Wahl. Dadurch, dass für ihn die Schöpfungsgesetze oben anstehen, ist das, was er sagt und was er tut, nur möglich, wenn es seinem Verständnis der Schöpfungsgesetze 100% entspricht. Sonst macht er es nicht, sonst tut er es nicht. Und zwar gar nicht. Er lässt sich nicht nur, nicht mal zeitweise auf faule Kompromisse ein, er macht diese Kompromisse einfach nicht. Auch in Situationen, wo jeder andere Mensch sagen würde, um Gottes Willen, und was denken die anderen, und man kann doch jetzt nicht, und wie auch immer. Da hat er keine Scheu, keine Hemmungen. Er sagt sich, das ist richtig, das ist nach meinem Empfinden die richtige Handlung, also tue ich sie. Alles andere wäre falsch und deswegen tue ich es nicht. Das ist beeindruckend. Ich denke, dass es wenige, wenn überhaupt, noch andere Menschen heutzutage gibt, die in dieser Konsequenz ihre Handlungen ausrichten nach den Schöpfungsgesetzen und nach den ethischen und moralischen Werten und Standards.
Ich sag mal, Peter hat ja in den letzten Jahren, ich habe das ja ein bisschen verfolgt, so, ist in den letzten Jahren auch ganz schön zurückgetreten. Ja. Also pusht weniger. Ja. Weil er vielleicht auch festgestellt hat, dass die Kraft, die er hat, nicht alle Menschen haben. Und von daher, sage ich mal, wächst das Kind vielleicht ein wenig langsamer als geplant, aber es wächst und es wird irgendwann mal, also ich denke schon, einen internationalen Einschlag haben. Das hat es ja jetzt schon. Ich meine, man liest immer wieder in der internationalen Presse, was hier los ist in Wittenberg. Ich meine, ich sitze in Bangkok, ich mache die Zeitung auf, weißt du, und lache. Ich sage, na klasse. Die Führerscheingeschichte zum Beispiel, ja, finde ich total so. Natürlich, das ist was international wird das beobachtet, weil das natürlich ein Prozess ist, was halt auch, wie sagt man denn, so ein Fall ist, der zukünftige Gesetze bestimmen kann, nicht? Deswegen geht es hier ja von einer Verhandlung zur anderen. Und eigentlich, was er macht, ist ja richtig. Er darf es ja. Es ist ja gesetzlich, Peter bricht kein Gesetz. Und ich glaube, das ist das, was international so viel Interesse erregt. Ja, ein Beispiel in dem Seminar Macht der Gedanken war ein, ja, sag ich mal, Fakir-Trick. Peter hat aus dem Zuschauerraum Zuschauer aufgefordert, da mitzumachen, hat ihm ein Schwert in die Hand gegeben. Das war das Schwert von der Gründungszeremonie übrigens, also ein ziemlich beeindruckender Oschi. Lang und nicht ganz leicht, aber spitz, ne? Und hat dann ihm gezeigt, okay, er soll ihn hier, soll das hier auf seine Brust setzen und soll dann einfach mal ohne zu zaudern drücken. Er hat sich ein bisschen konzentriert, hatte man den Eindruck. Und dann hat die Zuschauerin richtig gedrückt. Und was passiert? Das Schwert biegt sich durch, wupp, und war dann so auf so ein Stück um fast 90 Grad gebogen. Ist also nicht jetzt irgendwo in den Körper eingedrungen. Man hat hier keinerlei Spuren oder Verletzungen oder Blutspuren oder irgendwas gesehen. Dieses Schwert lag dann auch nach dem Seminar noch zur allgemeinen Inspektion dort. Und wenn man sich das angeguckt hat, war das wirklich beeindruckend. Wenn man das Schwert nachher angeguckt hat, war das durchweg starr, durchweg hart. Und es war so, dass man es, wenn man es versucht hat, jetzt wieder zurückzubiegen, das ging gar nicht. Es war also wirklich so starr, dass man Kraft aufwenden musste und das irgendwo so übers Knie so ein bisschen abstützen musste, um das überhaupt so ein bisschen zu bewegen, wieder in seiner, in dieser Biegung. Wenn man das dann gemacht hat, über einen gewissen Punkt, ist es dann sehr weich oder sehr schnell gegangen. Man hat gemerkt, die kristalline Struktur, die Metallstruktur des Schwertes war an dieser Stelle verändert. Es war nicht mehr die gleiche wie am ganzen anderen Schwert. Wenn es in deinem Kopf möglich ist, ist es möglich. Aber Peter hat nicht einfach nur erzählt, weißt du. Er hat mir Beweise geliefert, die ich auch nachvollziehen konnte. Und wo ich einfach gesehen habe, Mensch, das ist was, was man glauben kann. Es lohnt sich für mich persönlich, da mich selber rein zu vertiefen ein bisschen. Ja, und das irgendwie zu verfolgen. Und ja, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, unglaublich viel Energie. Ich erfülle mir jeden Traum, ich erfülle mir alles. Manche Sachen brauchen Zeit, das ist klar, jedes Kind muss wachsen. Ja, aber wenn einmal ein Samen gepflanzt ist, dann können mir doch alle Leute erzählen, dass,
das wird nichts und das ist ja okay. Ich höre mir das auch gerne an, aber ich bleibe trotzdem auf meinem Weg und irgendwann werde ich das auch haben. Und von daher denke ich mal, da ich gerade zum Beispiel dieses Wissen von Peter gelernt habe, also das hat er mir geschenkt, möchte ich wirklich so sagen, diese Kraft, das zu wissen, denke ich, es ist alles möglich, alles. Und Peter wird auch immer alles bekommen. Was jetzt gerade das Projekt in Wittenberg, davon hat er vor 15 Jahren gesprochen. Und er hat es genau so beschrieben, wie es jetzt ist. So, und wie es noch sein wird. Ja. Und ja, alles zu seiner Zeit, aber das wird schon. Das wird schon. Die Pflanze wächst, das Kind wächst. Ja. Ich persönlich sehe eine sehr gute Voraussetzung für ein gutes Deutschland, ein schönes Deutschland, da Peter einen Gesetzrahmen schafft, wo man wenigstens schon mal die Freiheit hat, etwas zu tun, was den Menschen gut tut. Zum Beispiel, ja, wenn man nun das Finanzwesen sich mal anschaut, dann schafft er das so, dass man nicht ständig der Verlierer ist, sondern dass man gerade im Gegenteil, man hat das, was man tut, mehr nicht. Oder jetzt zum Beispiel in der Gesundheit. Man versucht nicht, die Menschen krank zu machen, um denen dann noch Medikamente zu verkaufen. Hier ist es gerade im Gegenteil. Man versucht, den Menschen gesund zu machen und ihn auch gesund zu erhalten, so dass er seinen Lebensweg gehen kann, so wie er es sich wünscht, zum Beispiel. Und das sehe ich auch in der Bildung, in der zukünftigen. Die Bildung muss einfach so sein. Und Peter ermöglicht das. Er hat auch die Räumlichkeiten dazu, also physisch ermöglicht er das auch. Und allgemein, mir gefällt die Zusammenarbeit mit dem Königreich und mit dem Peter persönlich. Deshalb bin ich mir sicher, da wird was Gutes draus. Solche Menschen brauchen wir alle als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, als Führungspersönlichkeiten. Es ist ein Jammer heute, dass gerade die als sogenannte Volksvertreter und Repräsentanten des Volkes auftreten, nur noch in halbseitigen Formulierungen ihre Aussagen kleiden, um ja nicht irgendwo eine so klare Aussage zu treffen, dass man sie daran nachher festnageln könnte. Da bräuchte man Menschen, die einen klaren Standard moralisch, ethisch haben, nach diesem Handeln, für diesen Eintreten und zu diesem Stehen. Dann hat das Volk, hat die Bevölkerung Vorbilder, um sich daran zu orientieren, und Wegweiser und Wegbereiter. Das sind unsere Politiker heute alle nicht. Ja, also in meinen Augen, es wird ja immer über Propheten berichtet. Für mich persönlich hat Peter schon irgendwie diese Rolle. Also wie gesagt, für Peter ist alles möglich. Und das hat schon für mich persönlich, also auch sein Wissen, alles, ja, was ich nachvollziehen konnte. Ja, das hat schon persönlich was, also er ist ja Adept, eben was Prophetenhaftes. Wie gesagt, wir brauchen immer Beweise oder irgendwas, ne? Und ich sag mal, wenn man dann mitkriegt, dass schulmedizinisch totgeglaubte Menschen, ich möchte es mal so bezeichnen, weiterleben, heute noch leben. Und das ist 15 Jahre her oder so jetzt. Oder dass dritte Zähne wachsen. Was haben sie noch alles gemacht? Geheilt, Wein zu Wasser, Wasser zu Wein. Muss man ja nicht machen, aber zum Beispiel Wetter machen, heilen, keine Ahnung, so viele Sachen. Ne? Aber dann hat das schon für mich was Mächtiges, was sehr Mächtiges. Und auch wenn für mich Peter ist einfach Peter für mich, ich kenne ihn so lange, ja. Aber ich schaue trotzdem zu ihm auf.
Schon immer. Ja, weil ich weiß, dass wir sind nicht auf gleicher Ebene. Das wird noch ein paar Jahre bei mir dauern. Ja. Auch wenn ich aufschaue, muss ja nicht. Er schaut nicht auf mich herab. Auf keinen Fall. Auf niemanden. Auf niemanden. Peter akzeptiert Sachen so, wie sie sind. Ja, Menschen so, wie sie sind. Und versucht sie immer auf gleicher Ebene zu empfangen. Das ist wichtig, weil sich ansonsten dein Gegenüber nicht wohlfühlt. Ja. Ist ja logisch, energetisch. So, und Peter hat auch gar nicht die. Er strebt das auch nicht an, auf Menschen herabzuschauen. Also so habe ich ihn noch nie erlebt. Nie. Nee. Also gefühlsmäßig. Nie. Auch wenn ich, ne? Auch wenn ich hochschaue. Also aufschaue. Ja, mein Name ist Thomas Herb, Dr. Thomas Herb. Ich bin von der Ausbildung her Mathematiker und Physiker. Ich habe mich schon sehr früh in der Jugend sehr stark für Naturwissenschaften interessiert. Oder genauer gesagt, mich interessiert, wie die Welt eigentlich funktioniert. Goethe hat das so schön formuliert, wie die Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deswegen habe ich Mathematik und Physik studiert an der Universität Göttingen, habe dann in den USA mein Physikstudium zum Abschluss gebracht am California Institute of Technology, bin dann wieder nach Deutschland zurück, hab dort die Promotion gemacht, Doktorarbeit in angewandter Mathematik, wieder an der Universität Göttingen und hatte dann eine Assistentenstelle als akademischer Rat an der Universität Bayreuth. Und ich sag mal, schon während des Studiums, eigentlich schon bevor ich wirklich ans Diplom ging, war ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich mein Weg ist oder so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Aus mehreren Gründen. Zum einen diese Frage, mit der ich eigentlich angetreten war, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie das eigentlich alles funktioniert, die habe ich überhaupt nicht beantwortet gekriegt. Ich habe eine Unmenge an Einzelwissen, an Fragmenten, an Puzzlestücken bekommen. Sicherlich alle irgendwo interessant auf ihrer Ebene, aber ein gesamtes Bild war daraus nicht zu bekommen. Das war hier nicht so, das war in Amerika nicht so. Und ich hatte das dann auch an den Kollegen an der Universität erkannt, dass die oftmals auch dieses Bild überhaupt nicht hatten und nicht mal mehr danach suchten. Und das war gleichzeitig auch mit der nächste oder der andere Motivationspunkt, mir andere Gedanken zu machen, dass diese Kollegen jetzt nicht gerade das verkörperten, was ich mir unter einem voll entwickelten Menschen vorstellte. Allein von der Person, von der Persönlichkeit her, die Art und Weise, wie das Leben geführt wird, wie die wissenschaftliche Arbeit geführt wird, die Einstellung dazu war sehr, sehr einseitig und deswegen haben sich diese Personen dementsprechend auch in diese einseitige Weise entwickelt. Das ist unausweichlich. So wollte ich nicht werden und mir war klar, wenn ich weitermache, sprich eben in Richtung Professur noch so und so viele Jahre mit Habilitation zubringe, dann bin ich am Ende auch so einer. Und das wollte ich nicht. Und so kam es dann, dass ich während meiner Zeit in Bayreuth den Entschluss gefasst habe, das Ganze so abzubrechen. Ich habe dann meine Stelle gekündigt und bin in andere Richtungen gegangen, um meiner Frage weiter nachzugehen. Zuerst ging ich dann nochmal an eine Universität, an die Vedische Universität in Vlodrop in Holland, die vom Grundprinzip her ganz anders strukturiert war, wo ich allerdings sagen musste, so wirklich zufriedenstellend in meiner Richtung war das dort auch nicht. Es war sehr interessant, nicht nur vom Wissen her. Ich habe mich dort sehr viel mit vedischer Wissenschaft, auch mit speziell mit vedischer Astrologie beschäftigt und auch unterrichtet. Es hat mir sehr viel gebracht, habe auch sehr viel in puncto Meditation, Ayurveda und so weiter dort erfahren, gelernt, angewandt. Hat mir sehr viel gebracht bis zum heutigen Tage.
Aber es war wieder ein gewisses Fragment. Wieder eine Richtung, eine andere Richtung, wieder keine Ganzheit. Gut, also nochmal eine neue Suche, eine neue Richtung. Also ich bin der Benny oder Ben, Benjamin eigentlich im Ganzen. Bin 31 und bin Schauspieler. Weniger hier in Deutschland, arbeite unten in Asien. Habe meinen Hauptwohnsitz in Bangkok. Mache sehr viel Film. Thailand wird ja das Hollywood Asiens genannt. Und dementsprechend viele Produktionen gibt es dort eben. Also sehr viel Hollywood-Produktion, sehr viel Bollywood, die Inder, ja. Drehen gerne ihre Tanzfilme dort, was ganz schrecklich ist. Ich habe auch schon deutsche Produktionen, französische. Ja, wie gesagt, durchweg. Jetzt stehen viele Theaterprojekte an, wenn ich zurückkomme, wo ich mitwirken werde. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich bin in Deutschland geboren, bin aber mit 17 bin ich ausgewandert, weil ich so wollte. Ich habe es mit 16 manifestiert. Es ist tatsächlich so. Und dann war das auch. Meinen 18. Geburtstag habe ich in Freiheit verbracht. So wie ich das damals gesetzt habe. Genau an dem Datum war ich dann frei.